verbessern konnte nichts, außer in der Schule Scheiße bauen. Die Lehrer hassten ihn und nannten ihn einen Pausenclown. Der im Unterricht ein Kaugummi kaut, der mit einem Messer in die Tafel seinen Namen reinhaut. Die Drogen verkauft, weil er der Zukunft nicht traut. Er sagt, das Leben ist eine Nutte, deswegen zieht er und raucht. Mit 13 Konsument und mit 15 schon vertickt. Kein Jugendknast der Welt konnte ihn erziehen, er war dicht. Sein Vater droht und schlägt, schreit ihn an und erwischt ihn zum 110. Mal mit einer Waage und dem Gift. All die Nachbarschaft erzählten sich Geschichten über ihn. Er wäre der Teufel in Person und er hängt am Heroin. Nach der 10. Therapie und dem 100. Gerichtsverfahren schlug er dennoch alte Leute in der Straßenbahn. Heute steht sein Name dick gedruckt in Zeitungen. Hassan trat in das Gesicht von einem kleinen Jungen. Guck, der Teufel setzt uns Hörner auf. Wir laufen mit verbundenen Augen durch die Welt. Es ändert nichts an unserem Lebenslauf. Uns geht die Puste aus. Welcher Richter soll uns schützen vor dem Knast? Außer Mama wünscht uns keiner was. Der Teufel setzt uns Hörner auf. Wir laufen mit verbundenen Augen durch die Welt. Es ändert nichts an unserem Lebenslauf. Uns geht die Puste aus. Welcher Richter soll uns schützen vor dem Knast? Außer Mama wünscht uns keiner.